gesamten Welt blamieren. Gut, fangen wir mit unserem eigentlichen Kurs an. Wir befinden uns im Vorlesungstermin Nummer 17. Das liegt daran, dass wir die Vorlesung ja schon im Wintersemester hatten. Das heißt, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und unser Thema heute heißt Leistungsstörungsrecht. Leistungsstörungsrecht klingt auf den ersten Blick ganz harmlos. Und es ist in der Tat viel, was wir schon gesehen haben, nämlich es geht um Unmöglichkeit, es geht um Rücktrittsrechte, es geht um 280. Alles Themen, die wir schon im Kurs gehabt haben, also eigentlich ein ganz entspannter Einstieg ins neue Semester. Wie immer finden Sie in diesem Kurs alle wichtigen Überschriften am linken Rand. Das heißt, wenn Sie während der Vorlesung kurz auf Toilette müssen oder wenn Sie auf der Vorlesung was trinken, essen oder ähnliches, können Sie das machen und wissen jederzeit, wo ich dran bin. Bevor wir zum eigentlichen Kursinhalt kommen, beginnen wir aber mit organisatorischen Punkten. Das ist das, was Sie immer am meisten interessiert. Fangen wir an mit der wichtigsten Erkenntnis. Wir benutzen hier für diese Vorlesung Zoom. Zoom ist ein tolles Hightech-Produkt, aber leider können wir im Rahmen dieser Massenveranstaltung nicht alle Funktionen nutzen. Das sehen Sie auch, wenn Sie sich die Leiste unten im Fenster ansehen. Sie haben hier nämlich genau vier Möglichkeiten. Sie können chatten, Sie können die Hand heben und Sie können Fragen und Antworten stellen. Und schließlich können Sie das Meeting verlassen. Die einfachste Funktion ist dabei Hand heben. Wenn Sie jetzt auf Hand heben klicken, dann erscheinen Sie in meiner Teilnehmerliste als jemand, der sich meldet. Momentan haben das 5 Leute gemacht, 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute, 10 Leute. Und die Leute, die sich melden, kann ich dann auch dran nehmen. Das machen wir jetzt nicht, weil ich keine Frage gestellt habe. Und ich kann Ihre Hand auch zwangsweise wieder runter machen, gegen Ihren Willen, wie Sie sehen. Also das ist ganz toll. Wir können das Spiel spielen. Wer kann eher Hand runter und wer kann eher Hand hoch nehmen? Gut, dann haben Sie weiter in Zoom die Möglichkeit, an einem Chat teilzunehmen. In diesem Chat haben Sie eine Möglichkeit, einen Text reinzugeben. Und wenn Sie oben auswählen, an alle Diskussionsteilnehmer, geht das ausschließlich an mich. Demgegenüber müssen Sie, wenn Sie das im ganzen Hörsaal laut sagen wollen, auswählen alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Sie sind nämlich kein Diskussionsteilnehmer. Sie können sich hier nur berieseln lassen. Und ich bin der Einzige, der hier diskutiert mit sich selbst, so ein bisschen schizophren. Das gehört zum Job dazu. Ja, und dann gibt es noch die wichtige Funktion F und A. F und A steht für Fragen und Antworten. Wenn Sie da drauf drücken, kommt so ein Fenster und da können Sie Fragen eingeben. Wenn Ihnen also spontan zu etwas, was ich sage, eine Frage einfällt, schreiben Sie die einfach da rein und das können Sie sogar anonym, indem Sie das Häkchen setzen. Das heißt, niemand weiß, wer die Frage gestellt hat und außer mir sieht die Fragen zunächst keiner. Ich kann die Fragen dann entweder mündlich beantworten oder ich kann die Fragen beantworten im Chat. Das wird sich dann zeigen, wie ich es mache. Vielleicht stelle ich auch hinterher im Forum hoch. Wichtig ist, dass Ihre Fragen nicht unbeantwortet bleiben. Ja, das waren schon die einzigen Funktionen, die Ihnen in dieser Lite-Version zur Verfügung stehen. Und ich sehe hier schon, die wichtigsten Fragen kommen gerade in den F und A. Ist die Frage wirklich anonym? Und die Antwort lautet ja. Und damit haben Sie das in der Öffentlichkeit. Ich habe Folie Nummer 15 gefunden. Wo ist Nummer 16? Antwort, das war die Wiederholungsstunde. Da gab es keine Folien. Aber ein Video. Wir sind nur bis 15 einreden gekommen. Antwort, Achtung, wir sind zwar bis 15 gekommen, aber wir haben danach eine Wiederholungseinheit Nummer 16 gehabt.
Frage, wir waren am Ende des Kapitels 15 stehen geblieben. Wieso geht es mit 17 weiter? Weil wir eine Wiederholung hatten. So, damit sind alle Fragen beantwortet. Jetzt versuchen wir mal, Ihnen eine Frage zu stellen. Ich habe nämlich hier für Sie einen Fragebogen vorbereitet. Der Fragebogen hat nur 4 Fragen. Das sollte also schnell gehen. Jetzt können Sie antworten. Es müsste bei Ihnen ein Fenster erscheinen, in dem Sie diese Fragen beantworten können. Oh, das sieht schon schwierig aus. Es ist ein bisschen wie Wahlergebnisse beobachten. So, die Ergebnisse haben sich stabilisiert und wir schauen uns das mal an. Zack. Sie haben alle Angst, weniger zu lernen als in der echten Vorlesung. Das kann man sich ja kaum vorstellen, dass es noch schlimmer geht als im Hörsaal. Wir kriegen das hin, machen sich keine Sorgen. Sie lernen hier vielleicht sogar mehr, weil Sie können sich hinterher als Video ansehen und möglicherweise haben Sie auch die Möglichkeit, mehr Fragen zu stellen als in der echten Vorlesung, weil es ja anonym ist. Technische Probleme, ja, die kann es im Hörsaal auch geben, dass mal der Strom ausfällt. Da hätte ich nicht so große Sorgen. Aber das Drittel, was die Sorgen hat, kann ich beruhigen. Wenn es schief geht, können Sie sich immer noch das Video angucken und angucken, wie ich in der Konserve rede. Immerhin 20% sagen, ist eh genauso blöd wie im Hörsaal. Naja, mir fehlt der Kaffee und der Sitznachbar, aber ist halt so, auch das ist ein gutes Konzept, da kann man mit leben. Immerhin 12% meinen, sie können sich mehr beteiligen. Wir sehen das gerade bei den Fragen, die da auflaufen. Und 36% hoffen, dass sie der Vorlesung besser folgen können. Naja, jetzt rede ich viel schneller als sonst, um sie noch mehr zu verwirren. Ich versuche das beim Hörsaal hinzukriegen. Welche Termine wären akzeptabel? Die Mehrheit will offenbar am Donnerstag um 8 Uhr morgens Vorlesung haben. Finde ich persönlich nicht so gut, aber wenn Sie das unbedingt wollen, machen wir das natürlich möglich. 54% lieben die Morgenstunde, also um 8 Uhr morgens am Donnerstag. Ja, in der vorlesungsfreien Zeit waren immerhin 56% von Ihnen fleißig. Die anderen haben da aber auch schon sich gut erholt, was ja auch nicht schlecht ist als Vorbereitung.
34% fühlen sich im Zivilrecht schon sicher. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. 5% fühlen sich noch sehr unsicher. Und 61% meinen, sie hätten noch viel zu lernen. Kommen wir noch zu den Fragen. Ich war nicht beim Friseur, doch ich war beim Friseur, aber dummerweise am Anfang der vorlesungsfreien Zeit. Und derzeit ist es etwas schwierig, zum Friseur zu kommen, Corona-bedingt. Jetzt kommen hier schon die Leute, die sich aufregen. Bitte nicht um 8. Stimmen Sie nochmal ab, solange bis es soweit ist. Wir können immerhin großzügig sein und sagen, wir fangen um 8.30 Uhr an. Dann haben Sie immerhin noch eine halbe Stunde länger Schlaf. Das passt also ganz gut. Dann, nächster Punkt, haben die 17. Einheit schon hochgeladen? Nein, die lade ich hoch am Ende der heutigen Stunde. Ich wollte Ihnen nicht die Spannung nehmen, was gleich noch alles für tolle Punkte kommen. Und kennen Sie die Skripten von Altmann Schmidt? Und wenn ja, wie ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, die Altmann-Schmidt-Skripten sind sehr lang und sehr auf Detailprobleme angelegt. Das kann man lesen, aber ich würde es nicht so früh im Studium lesen, weil das verwirrt Sie mehr, als dass es Ihnen bringt. Können wir die Umfrage mit der Uhrzeit nochmal machen und zwischen den Zeiten mit den meisten Stimmen? Wir können auch 1000 Mal abstimmen, solange das Ergebnis rauskommt, was Sie gerne hätten. Ich habe die Befürchtung, das wird nicht besser, aber wir können ja am Ende der Vorlesung nochmal nachfragen. Sie haben um 8 FFA, also ich glaube nicht, dass jemand am Donnerstag um 8 Uhr morgens FFA hat, weil da ist der Grundkurs festgesetzt. Das kann also nicht sein. Dürfen Sie kurz sagen, die Probeklausur allgemein ausgefallen ist? Gehen Sie mal nach Elias und bei Elias finden Sie die komplette Statistik der Probeklausur. Sie können also sehen, dass die überraschend gut ausgefallen ist, allerdings für einige Leute leider doch nicht so gut, wie Sie es gerne hätten. Wenn man schon unsicher wählt, läuft man dann Gefahr, komplett durchzufallen oder ist noch Zeit? Es ist einfach unendlich viel Zeit. Machen Sie sich keine Sorgen. Es kann Ihnen nicht viel passieren. Wo ist die Cola Zero? Die Cola Zero ist hier. Es wird also auch für Ihr oder mein leibliches Wohl gesorgt. Denken Sie, die Fallübung mit Hilfe der Übungsfälle reicht? Ich würde sagen, je mehr Klausuren man macht, desto besser. Ich habe Ihnen ja auch ein paar Fälle aus den Ausbildungszeitschriften hochgeladen und da können Sie dann mit arbeiten. Kann man die Klausur einsehen? Derzeit leider nicht, weil die Universität geschlossen ist. Wir überlegen uns aber gerade derzeit ein Notfallprogramm, zumindest für diejenigen, die nicht bestanden haben, dass wir die Klausuren einscannen und denen online stellen. Sie können sich aber vorstellen, das ist leider ziemlich viel Arbeit. Das können wir nicht ebenso machen. Werden Themen ausschließlich in der Probeklausur drankommen oder ist die Wahrscheinlichkeit gleich groß? Es können alle Themen aus der Vorlesung drankommen. Das heißt, nur weil es in der Probeklausur dran ist, ist es nicht ausgeschlossen. Ich habe das mit den Klausuren noch nicht ganz verstanden. Schreiben wir 2 Stück? Ja, wir schreiben 2 Klausuren, damit Sie zweimal eine Chance haben, den Grundkurs zu bestehen. Was wird in einzelnen Klausuren geprüft? Ganz einfach, es wird geprüft Schuldrecht und BGB-AT und in beiden Klausuren 2 Fragen, genauso wie in der Probeklausur. Die Probeklausur und die Klausur haben den gleichen Umfang, das heißt, die richtigen beiden Klausuren gehen nicht anders aus als die Probeklausur. Und schließlich decken die Materialien der hochgestellten Skripten die Vorbereitung komplett ab. Ja, alles, was in den Skripten drinsteht, ist alles, was drankommen kann. Sie brauchen kein zusätzliches Lehrbuch, es gibt keine Details, die Sie wissen müssen. Das Skript deckt 100% ab. Die echten Klausuren orientieren sich wieder an den Fällen aus den Übungen. Nullpunkte in der Probeklausur sind sehr selten und dann hat man im Grunde genauso viel geleistet wie eine leere Seite. Was halten Sie von den wichtigsten Fällen von Hemmer-Wüst? Halte ich für teilweise extrem schlecht gelöst und extrem oberflächlich, aber es sind halt Fälle und bei Fällen kann man eigentlich nie genug lesen, auch wenn die nicht so sind, wie ich sie machen würde, sind die auf jeden Fall keine ganz unbrauchbare Vorbereitung. Muss man in allen Vorlesungen nur eine der Prüfungen jeweils bestehen? Ja, Sie müssen eine der beiden Klausuren im öffentlichen Recht und eine der beiden Klausuren im Privatrecht bestehen. Die erste Klausur geht über beide Semester und die zweite Klausur geht auch über beide Semester. So. Damit habe ich aber jetzt erstmal genug Fragen beantwortet. Die restlichen Fragen beantworte ich dann, wenn es soweit ist. Denn wir sind jetzt erstmal bei der wichtigeren organisatorischen Frage. Wie läuft die Klausur ab?
Und diese Frage haben die Professoren dummerweise noch nicht geklärt. Wir hoffen, dass wir sie morgen klären können. Es kommen 3 denkbare Varianten in Betracht. Die erste Variante ist, dass es statt einer Klausur wahrscheinlich eine Hausarbeit gibt, die Sie innerhalb von 2 Stunden zu Hause an Ihrem Computer oder auf Papier bearbeiten müssen und dann hochladen. Dabei dürfen Sie auch anders als bei einer echten Klausur Hilfsmittel nutzen, also zum Beispiel ein Skript oder ein Lehrbuch. Ich kann Ihnen nur sagen, das wird Ihnen nichts nützen, weil es weniger um Wissen geht, sondern vielmehr auch um das Können, dass Sie also Schwerpunkte setzen, Probleme erkennen, im Gutachtenstil schreiben, mit dem Gesetz arbeiten und so weiter. Das wäre das Modell, was momentan Herr Dederer und ich diskutieren und was wir beide für gut halten. Wenn also in der Tat es nicht möglich sein wird, ohne 2 Meter Abstand in die Uni zu kommen, müssen wir die Klausur durch ein solches Format ersetzen. Die zweite Variante ist, es wird alles wieder gut und bis zu den echten Klausurterminen können wir ganz normal die Hörsäle nutzen. Dann freuen wir uns alle und es gibt eine ganz normale Klausur. Das dritte Modell ist, wir verschieben die Klausur. Allerdings werden wir aus Rücksicht auf Ihre Ferien, wenn Sie schon Urlaub gebucht haben, die auf keinen Fall in die vorlesungsfreie Zeit so reinschieben, dass Sie da den Urlaub abbrechen müssen. Wir versuchen also alles, damit es für Sie möglichst unproblematisch wird. Ich werde Ihnen voraussichtlich am Donnerstag Näheres sagen können, wenn wir diese Fragen geklärt haben. Und machen Sie sich keine Sorgen, das wird alles nicht so schlimm, wie Sie es vielleicht befürchten. Gut, machen wir weiter mit dem Vorlesungsstoff. Frage noch, kann man die Prüfungen im kommenden Semester wiederholen? Ja, Sie dürfen die Grundkursklausur wiederholen. Es gibt auch schon einige Wiederholer. Es ist also nicht schlimm, wenn Sie durchfallen. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Sie durchfallen, wenn Sie in der Probeklausur gut zurechtgekommen sind oder wenn Sie die Fehler, die Sie in der Probeklausur gemacht haben, vermeiden. Gut. Eine zweite Frage, die Sie vielleicht gestellt haben, ist, wie laufen die Übungen ab? Und wir haben zum Start in die Übungen ein etwas anderes Modell diesmal. Wir werden nämlich allen einen Fall zum Zuhause-Lösen geben. Sie müssen also eine Klausur am Computer selbst lösen, idealerweise auch in einem Zeitraum von 2 Stunden. Diese Klausur ist anders als die Probeklausur und anders als die richtige Klausur insoweit, als sie sehr viel schwieriger ist. Sie müssen also über richtige Probleme nachdenken. Das Ganze soll Ihnen aber mal die Gelegenheit geben, dass Sie selber nochmal schreiben üben, was Sie ja schon bei der Probeklausur gemacht haben, was aber sonst immer etwas schwierig ist im Studium, weil man macht zwar mündliche Falllösungen in Übungen, aber man schreibt nicht genug und das ist ein ganz gutes Training, deshalb sollten Sie die Chance wahrnehmen. Die Übungsleiter korrigieren dann die Klausuren und Sie haben dann einen Einblick in das, was Sie gelernt haben. Gut. Gibt es die Vorlesung aus Aufzeichnung? Ich habe es schon angekündigt. Nachdem diese Vorlesung gelaufen ist, werden wir sie bei YouTube hochladen. Das heißt, Sie können dann bei YouTube sehen, was hier alles so passiert ist und sind dann auch informiert, wenn Sie mal nicht da waren. Unten auf dieser Seite sehen Sie einen Link zu meinem Kanal. Da finden Sie auch ein paar andere Sachen, so wie Sie hier sehen, gerade Patentrecht oder eben Schuldrecht aus Bonn vor ein paar Jahren. Der Nächste, der mir wieder schreibt, 8 Uhr ist ein blöder Termin, kriegt Ärger. Also 8 Uhr ist jetzt erstmal nicht unser Thema. Gut, dann geht's weiter. Machen wir weiter mit unserem eigentlichen Thema Leistungsstörungsrecht. Leistungsstörungsrecht, was soll das sein? Das Leistungsstörungsrecht ist das Recht der Pflichtverletzungen. Und bei den Pflichtverletzungen haben wir schon kennengelernt die Nichtleistung und die Unmöglichkeit. Es gibt im Recht der Pflichtverletzungen verschiedene Rechtsfolgen, die Sie unterscheiden müssen. Sie haben einerseits Ansprüche auf Rückzahlung der bereits erbrachten Leistungen, etwa den Kaufpreis, den Werklohn oder den Dienstlohn. Und das kriegen Sie, wenn Sie einen Rücktritt erklären, 349 BGB, oder automatisch dann,
wenn die Leistung des anderen Teils unmöglich geworden ist. Nach 326 Absatz 4. Weiterhin wird es im Normalfall auch so sein, dass Sie versuchen, mehr zu kriegen, als Sie reingesteckt haben, nämlich auch etwaige Schäden. Und bei Schadensersatz haben wir uns sehr intensiv mit 280 Absatz 1 im ersten Semester beschäftigt. Wir haben aber gesehen, dass 280 nicht nur einen Absatz hat, sondern sogar drei. Das heißt, wir haben zwei Absätze noch vor uns für dieses Semester, nämlich Absatz 2 in Verbindung mit 286 für Verzögerungsschäden und 280 Absatz 3 in Verbindung mit 281 bis 283 für den Schadensersatz statt der Leistung. Zudem haben wir gesehen, dass es ein 311a Absatz 1 für die anfängliche Unmöglichkeit gibt. Und die anfängliche Unmöglichkeit hat auch eine besondere Schadensersatzvorschrift in 311a Absatz 2. Kennengelernt haben wir im Wesentlichen nur die sonstigen Schäden, das heißt die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten, Körperverletzung und so weiter in 280.1 und wir haben einen kurzen Blick gewagt in 823.1 und 831. Schließlich gibt es noch als dritte Kategorie, das sehen Sie hier unten etwas verschwommen, Ansprüche auf Surrogate, zum Beispiel Versicherungsprämien oder Ersatzgegenstände, Ausruf 85, das stellvertretende Kommodum. Auch das müssen wir dieses Semester noch näher behandeln. Gut, machen wir weiter. Leistungsstörungsrecht klingt irgendwie nach Leistungen. Und Leistungsstörungsrecht ist insoweit irreführend. Denn es geht nicht nur um die Verletzung von Leistungspflichten, sondern genauso gut um die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten. Und die Rücksichtnahmepflichten in 241.2 sind die, die wir im ersten Semester behandelt haben. Die erinnern sich, die gibt es schon vor Vertragsschluss nach 311 Absatz 2. Machen wir weiter mit einer Übersicht. Wenn Sie sich das mal ansehen, dann sehen Sie, es gibt ein komplettes Raster von Rechtsbehelfen. Wir haben uns im letzten Semester mit den Rücktrittsrechten beschäftigt, das heißt mit dem, was in dieser linken Spalte steht, das hier. Und wir haben uns mit dieser Spalte sonstiger Schadensersatz beschäftigt, das heißt mit dieser Spalte. Von den Pflichtverletzungen haben wir die anfängliche Unmöglichkeit, die nachträgliche Unmöglichkeit, behandelt und die Rücksichtnahmepflichtverletzungen. Wir haben uns noch nicht näher beschäftigt mit Nichtleistung und Schlechtleistung. Sie sehen also, da gibt es noch einige Punkte, die wir näher behandeln müssen und das tun wir dann auch dieses Semester. Eine Frage, die auch im Forum mal gestellt worden ist, gehören 812 folgende, 823 folgende oder 677 folgende BGB zum Leistungsstörungsrecht? 812 haben wir kennengelernt bei der Anfechtung. Das ist genauso ein Rückgewähranspruch wie 346, der aber dummerweise sehr eingeschränkt ist durch 818 Absatz 3 BGB, nämlich durch das Entreicherungsprinzip. Ich muss nur das zurückgeben, was jetzt noch in meinem Vermögen vorhanden ist. Alles andere ist halt weg und wird nicht ersetzt. 812 ist ein gesetzliches Schuldverhältnis, das heißt, es ist kein Teil des Leistungsstörungsrechts, weil das Leistungsstörungsrecht ist nur das, was an andere Schuldverhältnisse anknüpft. Dennoch ist das Ganze parallel anwendbar. Wir haben schon Fälle gehabt, wo jemand verletzt worden ist am Körper. Da kann man parallel 823 anwenden und 280 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 2. Keinesfalls dürfen Sie aber parallel anwenden 812 und 346. 812 hat nämlich wegen der Entreicherung einen grundsätzlich abweichenden Aufbau. Das heißt, 812 kann nicht parallel zu 346 passen, weil 346 gerade keine Entreicherung kennt. Wenn ich von Leistungsstörungsrecht rede, geht es dabei nicht nur um die 280 folgende. Es geht auch um die 320 bis 326, das heißt erfasst ist auch das
Leistungsverweigerungsrecht wegen der Nichterfüllung der gegenseitig zu erbringenden Pflichten, aber auch das automatische Erlöschen der Gegenleistung nach 326 Absatz 1. Zudem ist aber auch erfasst aus dem besonderen Schuldrecht das gesamte Gewährleistungsrecht. Das heißt, die 437 und 434 folgen für den Kaufvertrag, wo drin steht, bei mangelhafter Leistung können Sie Nacherfüllung verlangen, mindern, Schadensersatz verlangen und so weiter. Und die 536 folgende für Mietverträge beziehungsweise 521, 523, 524 BGB für Schenkungen, wo wir den 521 mit der Haftungsprivilegierung des Schenkers schon mal kennengelernt haben. Gut, nach diesem Schnellkurs über irgendwelche Begrifflichkeiten kommen wir jetzt zu etwas, was Sie eher kennen sollten, nämlich zu Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit. Und damit kommen wir jetzt auch dazu, dass sich gleich jemand melden darf, denn wir machen einen Fall. Schauen Sie sich mal diesen Sachverhalt an. Der V verkauft an K ein Auto für 15.000 Euro. An dem Tag, an dem K das Auto bei V abholen will, wird das Auto vor der Übergabe und der dinglichen Einigung zur Übereignung bei V von einem unbekannten Dieb gestohlen. Daraufhin zahlt auch K den Kaufpreis nicht. 2 Jahre später entdeckt die Polizei bei einer Razzia überraschend den Pkw und bringt ihn V zurück. V meint, nun könne er doch Zahlung des Kaufpreises von K verlangen. K meint, er habe sich schon vor über einem Jahr ein anderes Auto gekauft und jetzt kein Interesse mehr an dem Fahrzeug des V. Hat V gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 15.000 Euro gegen K aus 433 Absatz 2 BGB? Gegen K ist doppelt, das sehe ich hier selbst. Gut, jetzt ist Ihre Gelegenheit. Denken Sie mal darüber nach und es kann sich jetzt jemand melden mit dem Knopf Handheben, den gebe ich dann dran und er kann dann mündlich einen Beitrag zur Falllösung leisten. So, Sie haben das Wort. Nun, V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 15.000 Euro aus 433 Absatz 2 haben. Dazu bräuchte man einen wirksamen Kaufvertrag nach § 433 BGB. Nun, der Vertrag setzt sich aus 2 korrespondierenden Willensregelungen zusammen, aus Antrag und Annahme. Ich glaube, das ist vorliegend nicht zu problematisieren. Wir haben ja eine Einigung zwischen V und K in Betreff des Fahrzeuges. Allerdings könnte der Anspruch des V nach 275.1 wegen Unmöglichkeit erloschen sein. Ja, gut. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Fahrzeug von einem Dieb entwendet wurde. Jetzt müssen wir mal gucken, zunächst mal, ob das Fahrzeug nach individuellen oder nach generellen Merkmalen charakterisiert wurde. Das ist aber vermutlich ein gebrauchtes Fahrzeug, das heißt, in dem Falle handelt es sich um eine Stückschuld, bei deren Abhandenkommen sozusagen Unmöglichkeit eintritt. Ja. Also wir müssen ja unterscheiden, denn zum Zeitpunkt der Übereignung ist ja die Möglichkeit der Leistungserbringung nicht vorhanden. Aber wir sehen, dass das Fahrzeug nach 2 Jahren ja von der Polizei entdeckt wird. Das heißt, die Unmöglichkeit tritt nur temporär ein. Aber die temporäre Unmöglichkeit wird ja der normalen Unmöglichkeit sozusagen gleichgestellt. Insofern müssen wir das gleichermaßen behandeln.
Ja, da müssen wir natürlich noch darauf zu sprechen kommen, ob der Anspruch vielleicht verjährt sein könnte. Lassen wir mal die Verjährung außen vor. Ich kann Ihnen sagen, er ist nicht verjährt. Verjährung ist nach 195, 199 drei Jahre. Und hier sind nur zwei Jahre vergangen. Damit ist das keine Verjährung. Aber in der Tat, es geht um Möglichkeit. Und ursprünglich war es mal möglich im Akt des Kaufvertrages. Da sind wir uns einig. Ja. Jetzt, was war in dem Moment, wo der Dieb das Auto gestohlen hat? War es da unmöglich oder war es noch möglich? Also in dem Moment war das nochmal für V unmöglich, denn er hatte ja das Fahrzeug nicht mehr im Besitz. Er war zwar Eigentümer, aber der hatte das Fahrzeug nicht mehr in seinem Besitz gehabt. Das heißt, für ihn war die Leistung der Bedingung subjektiv unmöglich. Aber für den Dieb war es dann auch möglich. Aber es ist ja davon nicht ausgegangen. Das muss aber ganz sauber sein. Welche Leistung kann er nicht erbringen? Er kann das Fahrzeug nicht mehr übereignen und übergeben. Ja, er kann es nicht mehr übergeben, weil er hat das ja gar nicht mehr. Wenn Sie in 844 gucken, er muss den Besitz dem verschaffen. Das kann er nicht, weil er kein Auto hat. Den Besitz hat nur der Dieb. Das heißt, den Besitz verschaffen kann nur der Dieb. Also die Übergabe ist ihm unmöglich geworden. Jetzt ist das Auto aber wiederentdeckt worden. Ist es dann immer noch unmöglich? Kann er jetzt das Auto übergeben? Im Jahr 2020? Kann er nicht. Er kann das nicht, weil er ja kein Besitzer ist. Genau. Also übergeben kann er ja nicht. Ja. Doch, jetzt heute schon. Denn das Auto ist ja wieder da. Also V hat das Auto ja heute wieder. Bringt ihn zurück. Also jetzt ist es ja möglich. Und jetzt ist die Frage, Sie haben so recht gesagt, vorübergehende Unmöglichkeit führt nicht zum Erlöschen der Leistungspflicht. Aber wann ist es nur eine vorübergehende Unmöglichkeit? Wenn Sie sich erinnern, wir haben bei Unmöglichkeit gesagt, wir haben rechtliche Unmöglichkeit, wir haben tatsächliche Unmöglichkeit. Was würden Sie hier sagen? Was ist das für eine Art von Unmöglichkeit, die überhaupt nur in Betracht kommen könnte? Eine tatsächliche Unmöglichkeit. Also die Unmöglichkeit wäre dann in dem Falle tatsächlich. Ja, aber die tatsächliche wäre nur vorübergehend. Was könnte denn noch sein? Erinnern Sie sich mal an die Fälle mit dem Unfall eines PKW oder mit dem Kind mit der Erbse in der Nase. Ja, da könnte durchaus ein Zweckfortfall eingetreten sein. Ja, wodurch? Dass das K ja bereits ein anderes Fahrzeug erworben hat. Das heißt, er könnte ja einen Interessenfortfall nachweisen. Ja, in der Tat, er müsste einen Interessenfortfall nachweisen. Und wie sieht das hier in diesem Fall aus? Das steht im Sachverhalt ausdrücklich drin. Hat er noch ein Interesse an dem Auto? Nee, er hat keins mehr. Er hat ja kein Interesse mehr. Warum nicht? Das ist ja hier sogar sehr deutlich im Sachverhalt. Er hat ja bereits ein anderes Fahrzeug erworben. Eben. Das heißt, er hat auf anderem Wege schon das Ziel erreicht. Und jetzt nur die Frage, durfte er das? Wessen Problem ist es, dass er ein anderes Fahrzeug erworben hat? Normalerweise. Wenn ich einfach hingehe, mir ein Auto bestelle, mir ein zweites Auto bestelle, habe ich dann ein Problem mit dem ersten Verkäufer? Kann ich ihm sagen, ja, tut mir leid, ich habe ein zweites Auto? Nein, also die vertragliche Verpflichtung entstand ja und dieser wirkt auch fort, ungeachtet dessen, ob er noch eine andere Verpflichtung eingeht. So ist es. Warum ist es in dem Fall hier anders? Ja, das ist deshalb anders, weil V wiederum seinerseits die Leistung nicht zu erbringen vermag. Und da müsste man prüfen, ob das ihm den K dazu berechtigt, anderweitig zu disponieren. Ja, und was würden Sie sagen in dem Fall, wenn das Auto jetzt hier gestohlen worden ist, ab wann darf ich ein neues Auto kaufen? Naja, ich würde wahrscheinlich darauf abstellen, ob die Möglichkeit bestünde, ihm dieses Fahrzeug ausfindig zu machen. Und wenn sich ihm das als unmöglich erweist oder sagen wir mal als unwahrscheinlich erweist, dann würde ich schon den Käufer
diese Möglichkeit einräumen, vom Vertrag zurückzutreten oder halt ihm anderweitig halt sich ein Auto zu besorgen. Weil es kann ja sein, dass ihm dadurch eben Schäden entstehen, die sogar das Erfüllungsinteresse auf Seiten des Schuldners in dem Falle übersteigen. Das heißt, es kann sein, dass er sich dazu herausgefordert fühlen könnte, anderweitig zu disponieren. Ja, gut. Dann in der Tat, wenn wir den Fall sauber durchprüfen, Anspruch des V gegen K auf Zahlung von 15.000 Euro aus 433.2 setzt voraus, dass ein wirksamer Kaufvertrag besteht. Das ist hier der Fall. Da müssten wir in der Klausur auch nicht zu schreiben, weil der Sachverhalt sagt im ersten Satz schon, es wird verkauft. Damit müssen Sie nichts über übereinstimmende Willenserklärungen oder Ähnliches schreiben. Allerdings könnte der Anspruch ausgeschlossen sein nach 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. Dazu müsste die Leistung des V an K unmöglich geworden sein nach 275 Absatz 1 BGB. Hier war V verpflichtet, das Auto zu übergeben, das heißt, dem K Besitz zu verschaffen. Das konnte er nach dem Diebstahl aber nicht, weil nicht er, sondern der Dieb im Besitz des Autos war. Allerdings ist das Auto 2 Jahre später wieder aufgetaucht. In diesem Zeitpunkt konnte er die Pflicht wieder erfüllen, sodass die Pflicht auch nicht mehr unmöglich war und damit auf den ersten Blick die Leistung auch nicht ausgeschlossen ist. Allerdings ist im Zeitpunkt des Diebstahls der K nicht mehr schutzwürdig. Der K geht nämlich, der V nicht mehr schutzwürdig, denn der K kann davon ausgehen, dass er bei einem gestohlenen Auto die Leistung gar nicht mehr kriegt. Das heißt, er kann selber andere Maßnahmen ergreifen und sich hier insbesondere ein zweites Auto kaufen. Damit ist aber der Zweck des Kaufvertrages fortgefallen und diesmal liegt das Risiko dieser Zweckerreichung in der Sphäre des V. Der V hätte das Auto zum vereinbarten Zeitpunkt verschaffen müssen. Das hat er nicht getan und aufgrund des Diebstahls ist hier der K besonders schutzbedürftig. Gut. Frage, ist es eine Zweckerreichung oder ein Zweckfortfall? Das ist eine gute Frage. Eine Zweckerreichung ist es, wenn das Ziel des Vertrages auf anderem Wege erreicht würde. Ein Zweckfortfall ist, wenn das Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Das hängt hier stark davon ab, ob Sie sagen, das Ziel liegt darin, dass er gerade dieses Auto kriegt. Dann ist dieses Ziel jetzt fortgefallen, indem das Auto gestohlen worden ist. Wenn Sie sagen, das Ziel ist, dass er überhaupt ein Auto kriegt, hat er das Ziel auf anderem Wege erreicht, dann ist es eine Zweckerreichung. Da sehen Sie, dass die Abgrenzung nicht 100% grenzscharf ist, aber in dem Fall würde ich persönlich wahrscheinlich eher dazu neigen, dass das ein Zweckfortfall ist in der Tat, weil eben das ein ganz anderes Gebrauchtfahrzeug ist und damit der Zweck, genau dieses Auto zu kriegen, nicht erreicht worden ist, sondern einfach nicht mehr erreicht werden kann. Machen wir noch einen zweiten Fall. Ein Fall, der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt, aber der etwas komplizierter ist, als er scheint. Der V hat einen Diamantring geerbt, der Josephine, der ersten Ehefrau von Napoleon Bonaparte, gehörte. Da V Geld für seine Hobbys benötigt, schließt er mit dem Kunstsammler K einen Kaufvertrag über den Ring zum Preis von 100.000 Euro. Als der Ring übergeben und übereignet werden soll, entdeckt überraschend X, die zweijährige Tochter des Nachbarn von V, den Ring in der Hand des V. Sie stürzt zu V, greift sich den Ring und läuft damit Richtung Straße. Dort stolpert sie und der Ring fällt in einen Abwasserkanal, wo er nicht mehr sichtbar ist. Das Spezialunternehmen U meint, man könne den Ring mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% wiederfinden. Der Versuch würde aber mindestens 800.000 Euro kosten. Der V lehnt dies ab. Der K meint, der Ring sei mindestens 10 Millionen Euro wert. Hat K gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rings aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB? Freiwillige vor, Sie können sich entweder mündlich zu Wort melden
oder auch Ihre Antwort im Chat schreiben, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Stimme erkannt wird. Ich lese die dann vor für Sie. Sie können mich also als Vorleser anheuern. Melden Sie sich jetzt. Jetzt traut sich niemand mehr. Ja, in der Tat, es kommt ganz entscheidend darauf an, ob das Leistungsinteresse des Gläubigers den Aufwand des Schuldners übersteigt. Jetzt gucken wir uns diesen Fall mal deutlich an. Wie würden Sie in diesem Fall das Leistungsinteresse des Gläubigers beziffern? Ja, in der Tat, der K sagt, es geht ihm um 10 Millionen. Das ist das Leistungsinteresse des Gläubigers. Was ist der Aufwand des Schuldners? Jemand sagt 800.000. Ist das wirklich der gesamte Aufwand, wenn Sie ganz genau überlegen? Was verliert denn unser V außer den 800.000 für das Bergungsunternehmen, wenn er den Vertrag erfüllen will? Der V verliert nicht 100.000 Kaufpreis. Er kriegt die 100.000, ja, wenn er den Ring übergibt. Jetzt nähern wir uns dem ganzen Punkt. Erstmal in der Tat gibt es eine 20%ige Chance, dass der Ring nicht gefunden wird. Das heißt, er hat 800.000 Euro in den Sand gesetzt. No, der Ring verliert nicht an Wert. Der Ring verliert nicht deshalb nicht an Wert, weil wenn der Ring gefunden wird, ist er halt dreckig und mit Abwasser gespült, aber man kann ihn mit Sicherheit wieder abspülen und weiter benutzen als Ausstellungsstück, nicht als Schmuckstück. Wenn aber der Ring 10 Millionen Euro wert ist, was hätte V dann tun können mit dem Ring? Wenn Sie einen Ring haben, der 10 Millionen wert ist, was hätten Sie tun können? Exakt, man kann den Ring für 10 Millionen Euro verkaufen. Also, was muss V alles aufgeben, um die 100.000 zu bekommen? Mindestens, möglicherweise sogar mehr. Wo ist es? Der Verlust des V liegt bei 10,8 Millionen. Er muss nämlich einen Ring, der objektiv 10 Millionen wert ist, weggeben und zusätzlich noch 800.000, um den Ring zu bergen. Er bekommt dafür 100.000, also muss er 10,8 Millionen investieren, um 100.000 zu bekommen.
Das Leistungsinteresse des K ist 10 Millionen. Der Aufwand für V ist 10,8 Millionen. Frage, ist das ein grobes Missverhältnis? In der Tat, der V ist dumm, weil er halt einen schlechten Käufer ausgesucht hat. Würden Sie sagen, 10,8 zu 10 ist zu viel? Schreiben Sie bitte im Chat und nicht bei den Fragen. Das macht es nämlich nicht übersichtlicher, wenn Sie Ihre Antwort bei dem Punkt Fragen und Antworten schreiben. Ja, toll. Ja, nein, vielleicht. So. Also. In der Tat, wir müssen zwei Punkte berücksichtigen. Nämlich 275 Absatz 2 Satz 2. Schauen Sie da mal rein. Der sagt, es ist auf das Vertretenmüssen des Schuldners abzustellen. Hat das hier der V zu vertreten? Hat der V vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt? Beziehungsweise hat hier ein Erfüllungsgehilfe des V irgendwas falsch gemacht? Frage, würden Sie zu 78 hier ansprechen? Ist die Tochter Erfüllungsgehilfe, die Tochter des Nachbarn Erfüllungsgehilfe des Verkäufers? In der Tat, V hat nicht die Tochter des Nachbarn zur Erfüllung von Verbindlichkeiten eingesetzt. Er hat sie weder zu Obhutspflichten eingeschaltet, noch zur Erfüllung des Kaufvertrages. Er hat den Ring nicht freiwillig gegeben. Der V hat auch selber keine Fahrlässigkeit, oder man kann dem V auch selber keine Fahrlässigkeit vorwerfen. Er hat hier alles getan, um den Ring zu beschützen. Insoweit hat er hier keine eigene Sorgfaltspflichtverletzung. Daher trifft den V kein Verschulden. Damit sind wir dabei, können sagen, wir können nicht den Maßstab für ihn jetzt noch strenger anlegen, sondern wir müssen uns sagen, ist es ein krasses Missverhältnis zwischen 10 Millionen und 10,8 Millionen? Und da lautet die Antwort in der Tat, nein, 10 Millionen ist so nah an 10,8, das sind doch nicht mal 10% mehr. Denn dann wären 11 Millionen, das sind unter 10%. Das ist eine Abweichung, mit der muss er leben. Dass er eine niedrigere Gegenleistung kriegt, ist sein persönliches Pech. Er kann hier also nichts dagegen machen. Es wurde jetzt hier die Frage gestellt, ist das hier ein Fall von 138 Absatz 1 oder Absatz 2? Fangen wir mit Absatz 2 an. Hier wird nicht die Leichtgläubigkeit, Unerfahrenheit oder Ähnliches ausgenutzt. Es geht immerhin um 100.000. Er hat es einem Kunstsammler verkauft. Das heißt, er hätte selber auch sich kundig machen können. Das heißt, hier konnte man nicht davon ausgehen, dass der K eine besondere Aufklärungspflicht hatte. Und daher hat der K auch nicht einen Nachteil des V einseitig ausgebeutet. Damit käme nur 138.1 in Betracht. Aber auch da wird man kaum was sagen können. Denn bei 138.1 ist es halt so, dass Sie da zwar niedrigere subjektive Voraussetzungen haben, aber auch ein besonders krasses Missverhältnis brauchen. Und dieses bestimmt sich grundsätzlich an die Vertragsfreiheit. Das heißt, wenn Sie keine zusätzlichen Umstände haben, reicht hier die Abweichung wohl auch nicht.
Damit sind wir beim einzigen Problem. Was ist mit der Wahrscheinlichkeit? Es ist nur 80% wahrscheinlich, dass die 800.000 zum Erfolg führen. Frage, muss er einen Versuch unternehmen, der nicht 100% sicher klappt? Antwort, in unserer Welt ist fast nichts 100% sicher. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Zum Beispiel, wie in diesem Fall, es war sicher, dass der V den Ring an K übereignen kann und es kam auf einmal eine Tochter dazwischen. Man wird wohl sagen müssen, dass alles, was weit über 70% ist, versucht werden muss, wenn das dem Leistungsinteresse genügt. Zumindest dann, wenn wir uns nicht der Grenze von 200% nähern. Wenn das Manöver nicht 800.000, sondern 8 Millionen gekostet hätte, könnte man über Unzumutbarkeit nachdenken. Aber bei einem Aufwand, der noch nicht mal 1% des Leistungsinteresses ist, muss man wohl damit leben. Haften die Eltern des Kindes? Gucken Sie mal in 832 BGB. Grundsätzlich haften Eltern für Aufsichtspflichtverletzungen nur dann, wenn sie damit rechnen mussten, dass sowas passiert. Das wäre dann eine Frage des Einzelfalles, wie verantwortungsbewusst das Kind ist. Im Zweifel wird aber das Kind, was auf dem Nachbargrundstück ist, nicht 24 Stunden an der Hand genommen werden müssen, auch wenn das nur 2 Jahre alt ist. Das lernen Sie aber erst im 4. Semester, wenn es um gesetzliche Schuldverhältnisse geht. Frage, gibt es einen Anspruch gegen K? Möglicherweise haftet K dem V aus 280 Absatz 1 in Verbindung mit 311 Absatz 2 in Verbindung mit 241.2 wegen Verletzung einer Aufklärungspflicht, soweit er erkennen musste, dass der V ein erhebliches Wissensdefizit hatte und er es trotzdem unterlassen hat, ihn zu informieren. Dazu gibt der Sachverhalt nicht genug her, dass der V erkennbar naiv war und der K erkennbar seinen Wissensvorsprung ausgenutzt hat. Dazu müsste man mehr Angaben haben, die es hier nicht gibt. Rücktritt nach 324 im Zweifel eher nicht. Weil, dass es nicht unzumutbar ist, sehen Sie ja darin, dass er den Vertrag erstmal geschlossen hat und eine arglistige Täuschung ist hier zumindest nicht ersichtlich, dass der K gezielt belogen oder betrogen hat und deshalb müsste man schon hier wirklich so eine Art Betrug annehmen oder eben Ähnliches. Was wäre, wenn Ks Tochter den Ring verloren hätte? Dann hätten wir einen Fall des Mitverschuldens möglicherweise, wenn K selber die Aufsicht verletzt hätte. Dann wären wir bei 254. Das machen wir aber später nochmal. Gut. Wir haben noch einen weiteren Fall zur Unzumutbarkeit, nämlich zu 275 Absatz 3. Gucken Sie sich mal diesen Sachverhalt an. Dann können wir darüber reden. Ich nutze die Zeit, um ein paar Fragen hier zu beantworten. Das
Ja, also in der Tat, wir haben schon das Ausgangsproblem erkannt. Es geht hier um die Frage, ob er zu Recht die Leistung verweigern darf. Das heißt, ein Anspruch aus 611 BGB auf Mitarbeit bei der Entwicklung besteht grundsätzlich nach 611 in Verbindung mit 106 Gewerbeordnung, ein wirksamer Arbeitsvertrag besteht. Er könnte aber ausgeschlossen sein nach 75 Absatz 3 BGB. Das setzt voraus, dass hier eine höchstpersönlich zu erfüllende Pflicht vorliegt. Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis sind vom Arbeitnehmer persönlich zu erfüllen. Das steht in § 613 BGB. Das heißt, da kann er keinen anderen schicken. Und es müsste ein Leistungshindernis bestehen, was das Interesse des Gläubigers weit überwiegt. Allerdings ist das Interesse nicht das Interesse des Militärs, das heißt das Verteidigungsinteresse des Staates, sondern es ist das Interesse des Arbeitgebers, das heißt von G. Und das Leistungsinteresse von G ist natürlich, dass sie für das Geld, was sie ihren Arbeitern zahlen, auch einen Gewinn erwirtschaften. Das heißt, das Geld, was das Militär an G zahlen würde, dafür, dass richtig entwickelt wird. Auf Seiten des A greift die Gewissensfreiheit, Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz, ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht. Und entsprechend des Rechtsgedanken des 75.2.2 müssen Sie jetzt fragen, ist der A selber schuld, wenn er in einem Unternehmen arbeitet, als Pharmazeut, dass dieses Unternehmen möglicherweise medizinische Kampfstoffe entwickelt? Was würden Sie sagen? Muss man als Mitarbeiter in einem Pharmaunternehmen damit leben, dass man möglicherweise auch für militärische Forschung eingesetzt wird? Genauso wie Sie möglicherweise als Anwalt damit leben müssen, dass Sie auch mal schuldige Straftäter verteidigen. Ja, völlig zu Recht. Man muss damit leben, außer man ist eben ausdrücklich in ein Unternehmen eingetreten, was bisher nur Zivilforschung macht. Wenn ich also in einem Unternehmen arbeite, was bisher schon Militärforschung betreibt, kann ich nicht hinterher sagen, ja, das möchte ich aber nicht. Genauso wie ich als Strafverteidiger nicht sagen kann, ich möchte nicht tätig werden in einer Kanzlei, die auch Schuldige vertritt. Das ist praktisch nicht möglich. Wenn ich dagegen Anwalt bin in einem Unternehmen, was nur Fälle im Arbeitsrecht macht, ist die Chance, dass ich mit Straftätern in Berührung komme, eher gering. Das heißt, da kann ich auch sagen, das möchte ich nicht. In unserem Fall ist die Lage schwierig. Er arbeitet zwar in einem Pharmaunternehmen, aber bislang war dieses Pharmaunternehmen ausschließlich in der zivilen Forschung tätig und entwickelte Medikamente gegen Krankheiten. Frage, wie wirkt sich das denn aus auf unseren Fall, dass es sich hier auf einmal überraschend weiterentwickelt hat und an einer solchen Tätigkeit ausgerichtet wird? Als alleinstehende Strafverteidigerin können Sie selbstverständlich jeden Mandanten ablehnen. Sie haben keine Pflicht, Mandanten anzunehmen. Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich bin Vergewaltiger und möchte verteidigt werden, können Sie sagen, möchte ich nicht. Das Problem ist beim Arbeitsvertrag, dass die Tätigkeit sich durchaus ändern kann und dann haben Sie da Pech gehabt. Auch der Pflichtstrafverteidiger wird in der Praxis nicht gegen den Willen des Verteidigers zugewiesen, sondern er wird von Staats wegen zugewiesen, weil man sagt, die Sache ist so schwerwiegend. Da wird also nicht etwa der Anwalt gezwungen, jemanden zu verteidigen, der nicht verteidigen möchte. Er hat ein Vertrauensverhältnis zu seinem Mandanten und dieses ist schützenswert. Aber Anwaltsrecht machen wir hier eh nicht. So, also in unserem Fall ist aufgrund der Situation bei Anfang des Arbeitsverhältnisses hier unser A schutzwürdig und deshalb kann A sagen, ich möchte nicht an diesem Kampfstoff mitforschen. Deshalb kann er ausnahmsweise die Leistung verweigern. Gerade die Gewissensfreiheit ist total umstritten, weil die eben
eine sehr leichte Ausrede ist. Das heißt, in der Praxis würde man hier verlangen, dass er wirklich darlegt, dass er reiner Pazifist ist und erklärt, warum das so ist, so ein bisschen wie früher bei der Verweigerung des Kriegsdienstes. Wenn ihm das aber gelingt, dann kommt er da gut weg. Gut. Jetzt kommt hier Zweck-Mittel-Relation. Das Verlangen des G nach Geld steht nicht im Verhältnis zur Wissensfreiheit. Das ist weniger hier eine Frage der Zweck-Mittel-Relation, sondern wenn Sie den Wortlaut des 275 Absatz 3 angucken, dann wird das Leistungsinteresse des Gläubigers, das heißt, das Geld, was G mit der Tätigkeit von A verdienen will, abgewogen gegen das Hindernis des A, also dass er sein Gewissen überwinden muss. Und man sagt, das Überwinden des eigenen Gewissens kann man für kein Geld der Welt sozusagen verlangen, außer ich habe mich vorher schon darauf eingelassen und das Risiko war mir bekannt, dann kann mein Gewissen wohl nicht so schlimm sein, dann kann ich auch gezwungen werden, das zu überwinden. Gut. Dann nochmal die Frage, was wird bei Leistungsinteresse und Gesamtaufwand einbezogen? Leistungsinteresse setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Dem, was jedermann damit erzielen könnte, der Marktwert. Zum Beispiel, wenn ich ein altes Auto habe, hat das einen Marktwert von vielleicht 500 Euro. Zweitens, dem subjektiven Wert, den es für den konkreten Gläubiger hat. Es kann sein, dass dieses Auto mal gefahren worden ist vom Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater des Gläubigers und er hat eine enge emotionale Bindung. Dann ist dieses Auto für den Gläubiger 10-mal so viel wert wie ein anderes Auto. Und er will da nicht 500 Euro dafür zahlen, den Marktwert, sondern er wäre bereit, dafür 50.000 Euro zu zahlen. Dann ist das Leistungsinteresse unseres Gläubigers 50.000, weil es über dem Marktwert liegt. Der Aufwand des Schuldners setzt sich zusammen ebenfalls aus zwei Komponenten, nämlich zum einen daraus, was er normalerweise erbringen müsste. Das heißt, wenn er den Vertrag normal erfüllt hätte, ohne Hindernis. Das kann sein zum Beispiel, dass er das Eigentum an dem Auto aufgeben muss, was einen Marktwert von 500 Euro hat. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht Zeit aufwenden muss und er in der Zeit hätte 100 Euro verdienen können. Das wird auf der Seite des Schuldners eingestellt. Und dann vergleicht man die beiden Sachen und guckt, wie viel ist dem Gläubiger wert und wie viel muss der Schuldner aufwenden. Der Preis, den der Gläubiger bezahlt, bleibt dabei völlig außer Betracht. Es wird nur geguckt, wie viel er zu zahlen bereit gewesen wäre, auch wenn er ein Schnäppchen gemacht hätte. Ich hoffe, das hat diese Frage einigermaßen beantwortet. Falls das Unternehmen erneut Militärstoffe herstellen will, muss A dann mitarbeiten, da G in der Vergangenheit mit dem Militär gearbeitet hat und A schlicht nach diesem Auftrag hätte kündigen müssen. Nein, der A muss nicht kündigen. Man kann ihn weiter in der Zivilabteilung einsetzen. Und wenn es dann gar keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr gibt, dann kann man über Kündigung nachreden. Aber allein dadurch, dass er in dem Unternehmen weiter bleibt, gibt er nicht sein Gewissen auf und kommt auch nicht in Konflikt. Findet in dem Fall 326.1.1 Anwendung? Grundsätzlich ja. Dadurch, dass er die Tätigkeit verweigert, bekommt er kein Geld. Aber im Arbeitsrecht gibt es eine Besonderheit. Der Arbeitgeber muss eine alternative Einsatzmöglichkeit suchen, damit der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft trotzdem einsetzen kann. Das lernen Sie aber im Arbeitsrecht, also im vierten Semester. Das heißt, da müssen Sie derzeit keine Detailkenntnisse haben. Muss der Gläubiger sein Leistungsinteresse irgendwie zum Ausdruck bringen? Nein, das kann er auch hinterher. Wenn er schon bei Vertragsschluss zum Ausdruck bringen würde, müsste er im Zweifel auch mehr zahlen und das ist ihm nicht zuzumuten. Allerdings wird es in der Praxis natürlich schwierig, wenn jemand nur 50 Euro für was gezahlt hat, dass er nachweist, dass die Sache für ihn 1 Million Euro wert ist. Da muss er schon einiges an Beweismitteln auf den Tisch legen. Das Leistungsinteresse kann durchaus geringer sein als der Marktwert. Wenn man sagt, ach, Klopapier ist momentan sehr teuer
aber ich habe noch 20 Rollen. Das heißt, wenn ich eine Rolle zusätzlich kaufe, bin ich weniger bereit zu zahlen als der Markt. Also ich würde eine Rolle Klopapier momentan kaufen für 1 Cent, aber der Marktpreis mag liegen bei 1 Euro pro Rolle. Ich habe keine Ahnung, wie teuer Klopapier momentan ist, weil ich gehöre nicht zu den Hamsterkäufern. Gut. Machen wir nochmal weiter mit unserem 75. Sie haben gesehen, es gibt 3 Absätze. Und Sie erinnern sich auch, in Absatz 1 entfällt die Leistungspflicht automatisch. Deshalb ist ausgeschlossen. In Absatz 2 und Absatz 3 gibt es nur ein Verweigerungsrecht des Schuldners. Das heißt, die Leistungspflicht entfällt nicht automatisch, sondern sie entfällt nur dann, wenn der Schuldner seinerseits sagt, nö, das möchte ich nicht, weil es ist mir zu aufwendig oder es verletzt mich in meiner Gewissensfreiheit oder Ähnliches. Ja, Sie sehen, ganz so schwierig ist die Norm nicht. Trotzdem ist die Anwendung im Einzelfall durchaus problematisch. Das war die Position des Schuldners. Spiegelbildlich gibt es aber auch die Position des Gläubigers, das heißt derjenige, der die vermeintlich unmögliche oder unzumutbare Leistung haben möchte. Und da sagt 275 Absatz 4, finden die 280, 283 bis 285, 311a und 326 Anwendung. 326 haben wir uns im letzten Semester länger angesehen. Sie erinnern sich, Absatz 1, Satz 1, der Anspruch auf die Gegenleistung entfällt automatisch. Soweit nur ein Teil unmöglich ist, muss ich den Teil, der noch möglich ist, grundsätzlich bezahlen und den unmöglichen Teil nicht. Dann haben wir ganz kurz über 326 Absatz 1 Satz 2 gesprochen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schuldner bei nicht vertragsgemäßer Leistung die Nacherfüllung verweigert. Das heißt, wir haben eine mangelhafte Leistung und er verweigert es, die zu reparieren oder eine mangelfrei zu erbringen. Dann gilt, wie Sie im Kaufrecht hinterher lernen werden, nach 437, dass ich nicht automatisch nur den funktionierenden Teil bezahle, sondern mich da explizit für eine Minderung entscheiden muss. 326 Absatz 2 sagt, ich muss trotzdem bezahlen, wenn ich selber als Gläubiger für die Nichtleistung, das heißt für den Untergang oder die Unzumutbarkeit, allein oder weit überwiegend verantwortlich bin. Wenn ich also selber den Ring in den Fluss geworfen habe oder meine Mitarbeiter den Ring in den Fluss geworfen haben, dann kann ich nicht vom Schuldner verlangen, dass er den wieder rausficht. Wenn ich die Tochter des Schuldners mit meinem Auto angefahren habe, kann ich nicht von dem Schuldner verlangen, dass er dann noch ein Konzert singt oder Ähnliches. Das ist die erste Variante von 326 Absatz 2 Satz 1. Die zweite Variante war die schwierigere. Sie brauchen dazu zunächst einmal Annahmeverzug nach 293 folgende. Sie erinnern sich, 294 tatsächliches Angebot, 295 wörtliches Angebot und 296 bestimmter Termin. Zusätzlich brauchen Sie aber auch fehlendes Vertreten müssen. Das heißt, Sie müssen da nochmal 276 bis 278 prüfen und sich wieder fragen, war der Schuldner es schuld? In unserem Fall mit der Tochter des Nachbarn war zum Beispiel der V nicht verantwortlich. Wenn er aber selber den Ring offen ohne Alarmanlage auf der Straße liegen lässt, dann muss er damit rechnen, dass er gestohlen wird und dann kann er sich nicht darauf berufen, dass der K nicht rechtzeitig zum Abholen da war. 326.2.2 mit der Anrechnungspflicht haben wir auch kurz erwähnt. Er muss sich das anrechnen lassen, was er erspart, nämlich dass er keinen Zusatzaufwand hat, oder was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt beziehungsweise böswillig zu erwerben unterlässt, indem er einfach faul zu Hause auf der Couch liegt. Es gibt aber darüber hinaus noch 326 Absatz 5.
Und Sie erinnern sich alle, 326 Absatz 5 begründet ein Rücktrittsrecht. Rücktrittsrecht ist deshalb besonders wichtig, weil wir zwei Varianten haben, wo der automatische Wegfall der Gegenleistung nicht funktioniert. Der eine Fall ist der, den Sie hier in 326 Absatz 1 Satz 1 zweite Variante haben, bei einer Teilleistung. Bei einer Teilleistung gilt nämlich, dass ich die Teilleistung grundsätzlich annehmen muss und auch bezahlen muss. Die zweite Variante sehen Sie in 326 Absatz 1 Satz 2 bei der nicht vertragsgemäßen Leistung, wo das Gesetz sagt, der automatische Wegfall findet keine Anwendung. In beiden Fällen brauchen wir einen Rücktritt nach 326.5. Der Rücktritt hat zwei weitere Vorteile. Zum einen können Sie auch dann zurücktreten, wenn Sie gar nicht wissen, ob es möglich oder unmöglich ist. Denn Sie können in jedem Fall nach 323 zurücktreten, wenn der Schuldner ernsthaft und endgültig verweigert. Der zweite Vorteil ist, es entfallen auch alle anderen Pflichten, etwa Pflichten zur Schulung, Einweisung oder Ähnliches, aber auch Rücksichtnahmepflichten, die erst nach der Erbringung der Leistung entstehen würden. Was muss man hier noch alles lesen? Es kommen gleich 1000 Fragen. Ich beantworte die Fragen nach der Vorlesung, sonst wird es zu unübersichtlich. Wir haben einen besonders schwierigen Fall und das ist die beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit. Dabei geht es um folgende Konstellation. Der V verkauft dem K ein Auto. Das sehen Sie hier hinter diesem durchgestrichenen Schild. Da ist ein Auto drin. Und der K soll dem V dafür 10.000 Euro zahlen. Wenn nun das Auto explodiert, dann entfällt nicht nur die Pflicht zur Übergabe und Übereignung des Autos, sondern auch die Pflicht zur Zahlung der 10.000 Euro. Und auf den ersten Blick ist die Sache damit gelöst. Was gilt aber nun, wenn an der Zerstörung des Autos der V und der K jeweils zu 50% selbst schuld sind? Wie kann das passieren? Zum Beispiel V und K machen noch eine letzte Fahrt zur Werkstatt, um zu prüfen, ob das Auto wirklich in Ordnung ist. Und auf dieser Fahrt lenkt der K den V ab und der V verursacht einen Unfall. Da sind beide zu 50% schuld. Und die Frage ist, wie lösen wir diesen Fall? 326.1 sagt uns auf den ersten Blick, wenn der Schuldner nicht zu leisten braucht, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung. Und 326.2 findet keine Anwendung, weil dazu müsste der K allein oder weit überwiegend verantwortlich sein. Hier ist der K aber genau zu 50% verantwortlich. Damit ist er noch nicht mal leicht überwiegend, sondern genau hälftig verantwortlich. Und hälftig ist in keinem Fall weit überwiegend und erst recht nicht allein. Damit lautet unser Ergebnis, der V kriegt kein Geld, das Auto ist kaputt und alles ist erledigt. Ein Teil der Literatur sagt, das ist unfair. Und deshalb soll 326 Absatz 1 Satz 1 teleologisch reduziert werden. Wissen Sie noch, was eine teleologische Reduktion ist? Sie haben das im ersten Semester schon mal gehört. Das wäre jetzt wieder die Gelegenheit, sich zu melden oder von mir aus auch die Antwort im Chat zu schreiben. Ja, Sinn und Zweck der Norm ist es nicht ganz. Das ist die teleologische Auslegung. Was ist eine teleologische Reduktion? Wichtig, das ist das zweite Wort. Es ist nicht eine zielführende Interpretation. Es ist nicht das Herunterbrechen auf den Kerngedanken,
Sehr gut. Die Norm ist vom Gesetzgeber zu weit gefasst und wird deshalb in ihrer Wirkung bzw. Anwendung auf das wirklich Gewollte reduziert. Und wie heißt das Spiegelbild zur theologischen Reduktion, wenn eine Norm zu eng gefasst ist? Sehr schön. Analogie, 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 Analogie. Und einer hat Auslegung gesagt, das war leider falsch. Gut. Also teleologische Reduktion. Das heißt, diese Meinung sagt, der Wortlaut von 326 Absatz 1 Satz 1 ist zu weit gefasst und man müsste in die Norm hineinlesen, ein soweit der Gläubiger dies nicht analog zu 54.1 zu vertreten hat. Damit soll verhindert werden, dass die Norm auf Fälle Anwendung findet, in denen der Gläubiger selbst verantwortlich für die Schädigung und damit würde die Gegenleistung komplett bestehen bleiben, wenn der Gläubiger das teilweise zu vertreten hat. Also, wenn ein Mitverschulden von 50% ist, bleibt der Anspruch in Höhe von 50% bestehen. Wenn ein Mitverschulden von 20% ist, bleibt der Anspruch in Höhe von 20% zu bestehen. Das Problem mit dieser teleologischen Reduktion, die eben diese künstliche Herabsetzung enthält, ist allerdings, dass wir einen Absatz 2 haben, der ausdrücklich von allein oder weit überwiegend verantwortlich spricht und damit ganz klar macht, dass der Gesetzgeber den Fall durchaus gesehen hat. Wir haben also keine planwidrige Überregelung, sondern wir haben eine ausdrückliche Regelung in Absatz 2 und die sagt, bei weit überwiegender Verantwortlichkeit ist der Gegenleistungsanspruch in voller Höhe zu gewähren. Dann ist eine anteilige Gewährung in Absatz 1 offenbar nicht gewollt, denn sonst wäre die Regelung in Absatz 2 ja unsinnig. Eine zweite Ansicht sagt, wir müssen nicht 326 Absatz 1 Satz 1 teleologisch reduzieren, sondern wir müssen 326 Absatz 2 Satz 1 analog anwenden. Und zwar, indem wir das allein oder weit überwiegend streichen und stattdessen sagen, dass wir den Schadensanspruch des Gläubigers wegen der nicht erbrachten Leistung mit der Gegenleistung verrechnen und damit dann zu einem rein rechnerischen Ergebnis kommen, je nachdem, wie hoch die Verschuldungsquote ist. Gegen diese analoge Anwendung, die sagt, wir wenden den Erhalt der Gegenleistung auch dann an, wenn das Mitverschulden des Gläubigers nicht allein oder weit überwiegend ist, spricht allerdings der Sinn und Zweck der Norm. Das heißt, der Gesetzgeber wollte ausdrücklich nur für den Fall der allein oder weit überwiegenden Verantwortlichkeit das Aufrechterhalten der Gegenleistung regeln. Das heißt, auch das geht so strukturiert nicht. Und dann gibt es eine letzte Lösung, die weder wie die erste Lösung es einfach so naiv nach 326 behandelt, noch wie die zweite Lösung theologisch reduziert oder wie die dritte Lösung analog anwendet. Stattdessen sagt die vierte Lösung, wir lösen das Ganze gar nicht über 326, sondern wir lösen das über 280 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 2 über Rücksichtnahmepflichten. Wenn Sie einen Fall von 326 Absatz 1 haben, gibt es auf jeden Fall einen Vertrag mit zwei gegenüberstehenden Leistungen. Und das ist ein Schuldverhältnis im Sinne von 280 Absatz 1 Satz 1. Dieses Schuldverhältnis begründet nach 241 Absatz 2 eine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils. Dazu gehört auf jeden Fall das Eigentum des Verkäufers einer verkauften Sache. Wenn es aber gar nicht um den Verkauf einer Sache geht, sondern um eine Dienstleistung oder Ähnliches, dann möglicherweise auch das Interesse daran, dass ich mein Geld bekomme, beziehungsweise die Forderung als relatives Recht. In diesem Fall haben Sie dann eine Rücksichtnahmepflicht und wenn Sie die Sache beschädigen oder den Zahlungsanspruch nach 326.1 im Untergang bringen, haben Sie dann auch keinen Gegenleistungsanspruch. Haben Sie dann auch eine Pflicht verletzt und haben damit einen Schadensanspruch. Damit haben Sie
im schlimmsten Fall zwei übereinstimmende Schadensansprüche. Der Verkäufer kann vom Käufer Schadensersatz wegen des zum Erlöschen gebrachten Kaufpreises verlangen. Und der Käufer kann vom Verkäufer nach 280 Absatz 1, Absatz 3 zu 83 Satz 1 Schadensersatz wegen der zerstörten oder nicht mehr übereignungsfähigen Sache verlangen. In beiden Fällen ist der Anspruch dann wieder zu mindern wegen der Mitverschuldungsquote des anderen Teils, sodass man dann einfach nur zwei Zahlen hat, die man voneinander abziehen muss. Sie sehen also, das ist nicht weiter schwierig. Einige Fragen, die wir uns stellen müssen, sind hier schon gekommen im Chat. Wie kann man ein Mitverschulden in Prozent angeben? Ganz einfach, wenn ein Schaden von zwei Leuten verursacht wird, dann muss es ja so sein, dass irgendwie eine Verantwortlichkeit entsteht. Und dazu müssen wir gucken, wer ist der Bösere, wer hat mehr getan, wer hat weniger getan. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen ein Beinchen stelle und Sie stolpern, dann habe ich 100% Mitverschulden, habe ich 100% Verschulden, weil Sie gar nichts dafür können. Es kann aber auch sein, dass es zwei Ursachen gibt. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Auto und dieses Auto hat eine Bremse, die nicht richtig funktioniert. Gleichzeitig fahren Sie aber wie ein Henker und Sie fahren mit Tempo 900 über die Autobahn. Dann haben Sie ein Mitverschulden, weil Sie zu schnell gefahren sind, aber auch der Hersteller des Autos. Frage, ist es nicht irgendwie unsinnig, wenn man sich gegenseitig Schadensersatz zahlt? Man kommt am Ende auf den gleichen Betrag, oder? Nein, denn wir haben gesehen, das Leistungsinteresse des Gläubigers muss nicht unbedingt mit dem Interesse des Schuldners identisch sein. Es kann also sein, dass der K möglicherweise das Auto für einen viel höheren Betrag hätte weiterverkaufen können, als er an V gezahlt hat. Wenn also zum Beispiel V das Auto für 500 an K verkauft und K das Auto für 1 Million an X weiterverkaufen könnte, ist der Schaden des K viel höher als der Schaden des V, denn V ist nur sein Kaufpreis entgangen, während K ist entgangen der Weiterverkaufserlös an X. Gut. Welches Auto fährt 900? Denken Sie an James Bond, das hebt dann ab. Dann können Sie auch über die Autobahn fliegen. Demnächst von BMW, fragen Sie Herrn Söder. Welche Meinung ist die richtige? Eine Frage, die Studenten immer stellen, es gibt Meinungsstreitigkeiten, was ist das Richtige? Ich kann Ihnen sagen, es gibt keine richtige Meinung. Alle Meinungen sind schlecht und ich habe auch keine bessere. Wenn Sie die teleologische Induktion nehmen, haben Sie das Problem, wo soll denn die Überregelung sein, wenn Absatz 2 doch genau den Fall regelt und sagt, bei alleiniger oder bei überwiegender Verantwortlichkeit schließt man den Anspruch ganz aus. Zudem betrifft 254.1 nur Schadensansprüche. Hier geht es aber um den Gegenleistungsanspruch. Das heißt, das passt eigentlich von der Wertung her nicht. Ich kann nur bei Schäden Quoten bilden, aber nicht bei Kaufpreisen. Die Analogie ist deshalb schwierig, weil sie eine planwidrige Regelungslücke voraussetzt und der Wortlaut hier in Kenntnis des Meinungsstreites gemacht worden ist, denn die Regelung ist 2001 neu gemacht worden und man wusste, dass das umstritten war. Der Wortlaut ist trotzdem so gewählt worden, wie er gewählt worden ist. Er sagt nämlich allein oder weit überwiegend. Und zudem würde, wenn man den 326 Absatz 2 Satz 1 analog anwendet, man immer die volle Gegenleistung haben und der Schadenersatz hingegen anteilig gemindert. Das passt rechnerisch auch nicht ganz. Und Meinung 3 scheitert immer dann, wenn man nicht Eigentum des Verkäufers hat, sondern es um Dienstleistungen oder Ähnliches geht, weil dann die Rücksichtnahme sich auf einen Anspruch des Verkäufers gegen sich selbst oder gegen den Käufer bezieht und damit der Käufer seinen eigenen Schaden aufrechterhalten muss, was viele Leute für widersprüchlich halten. Warum soll ich sicherstellen, dass jemand anderes von mir Geld bekommt? Das ist doch nicht meine Pflicht. Gut, wenn Sie wüssten, was hier in den Fragen auftaucht, würden Sie sich nicht über den Chat beschweren. Das ist noch gar nichts. So,
Wir haben bisher gesprochen über 326 1 und 2. Wir haben auch noch 326 Absatz 4. 326 4 ist dieser Rückzahlungsanspruch. Warum gibt es den? Weil möglicherweise der Gläubiger schon in Vorleistung getreten ist. Der Käufer hat zum Beispiel eine Anzahlung geleistet oder sogar schon den kompletten Kaufpreis gezahlt. Ohne 326.4 müsste er zwar nicht mehr zahlen, er bekäme sein Geld aber nur nach 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante beziehungsweise Absatz 1 Satz 2 erste Variante zurück. Und dann hätten Sie das Problem des 818 Absatz 3 BGB und unser Verkäufer könnte sagen, das Geld habe ich versoffen oder das habe ich für Klopapier ausgegeben, damit habe ich nichts Sinnvolles gekriegt und deshalb kriege ich dieses Geld auch nicht zurück. Deshalb sagt 326.4, finden die 346 folgende Anwendung, insbesondere auch Nutzungsherausgabe, schuldhaft nicht gezogene Nutzungen oder auch Ersatz von vergeblichen Aufwendungen nach 347.2. In den Klausuren habe ich drei typische Fehler gesehen. Der erste Fehler ist, dass die Leute nicht 326.4 sehen, sondern einen Anspruch aus 326.1 prüfen. Wer einen Anspruch aus 326.1 prüft, ist doof. 326.1 ist keine Anspruchsgrundlage, sondern ein Ausschlussgrund. Der zweite Fehler ist, dass die Leute eine Rücktrittserklärung prüfen. 326.4 verlangt keine Rücktrittserklärung. Das sehen Sie auch daran, dass der nicht auf den 349 BGB verweist, sondern nur auf 346 bis 348. Das heißt, ich muss nicht ausdrücklich den Rücktritt erklären, ich kriege mein Geld automatisch zurück. Und ganz wichtig, wegen des 326 Absatz 4 dürfen Sie hier auf keinen Fall an 812 denken. 812 findet hier überhaupt keine Anwendung. Damit kommen wir jetzt zum Ende der Vorlesung noch zu was Neuem, nämlich zum stellvertretenden Kommodum. Das klingt cooler als es ist. Es geht um 285 BGB. 285 BGB ist eine Anspruchsgrundlage. Das sehen Sie darin, dass hier steht, kann verlangen. Das heißt, es gibt ein Recht von einem anderen, ein Tun oder Lassen verlangen. Hier Herausgabe des Ersatzempfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs. Der Tatbestand von 285 ist extrem einfach. Sie brauchen eine Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit. Und Sie brauchen einen Ersatzgegenstand oder einen Ersatzanspruch. Sie brauchen kein Vertreten müssen, Sie brauchen keinen Schaden, Sie brauchen nur etwas Erlangtes. Das Ganze nennt man einen Tertiäranspruch, insoweit als der Anspruch nicht automatisch entsteht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, sondern da steht drin, Sie können verlangen. Wenn Sie es verlangen, haben Sie aber andere Nachteile. Sie verlieren einen Teil Ihres Schadensanspruchs nach 85.2 und nach 326.3 müssen Sie wieder einen Teil der Gegenleistung erbringen. 433.1.1 zum Beispiel sagt, Sie sind verpflichtet, Eigentum zu verschaffen. Wenn jetzt jemand die Sache an einen Dritten verkauft, dann kriegt er dafür Geld. Und dieser Veräußerungserlös ist ein Ersatz für die Gegenleistung. Andere wichtige Fälle sind Versicherungsleistungen oder Schadensersatzzahlungen von Dritten. Wenn also Sie ein Auto verkaufen und jemand anderes fährt in dieses Auto herein, bevor Sie es übergeben und eignen können, dann ist der Schadensanspruch, gegen den das Auto beschädigt hat, das, was Sie als stellvertretendes Kommodum herausgeben müssen. Um Ihnen deutlich zu machen, was der Sinn der Norm ist, habe ich hier einen ganz einfachen Fall. Dieser Fall stammt aus meiner Vorlesung Rechtsökonomie oder ökonomische Analyse des Rechts. Es geht dabei um einen ganz einfachen Kaufvertrag. Der V verkauft an K ein Gemälde für 10.000 Euro. Auf dem allgemeinen Kunstmarkt wäre dieses Gemälde allerdings nur
5.000 Euro wert. Und nun ist es aber so, dass unser K mehr zu zahlen bereit ist. Und auf einmal kommt sogar ein X, der bereit ist, für dieses Bild, was eigentlich nur 5.000 Euro wert ist, 20.000 zu zahlen. Unser V hat dummerweise aber schon den Kaufvertrag mit K abgeschlossen und denkt sich, ich kann jetzt hier auch noch Geld rausholen. Und das macht er, indem er den Kaufvertrag mit X zusätzlich schließt. Sie erinnern sich an unser erstes Semester. Ich kann theoretisch unbegrenzt viele Kaufverträge schließen über Sachen, was schlicht daran liegt, dass in Deutschland Vertragsfreiheit gilt und Verpflichtungsgeschäfte eben nur Pflichten begründen und ich dadurch erstmal nichts verliere. Allerdings geht unser V sogar noch weiter. Er übergibt und übereignet nämlich dem X das Auto, das Gemälde. Und der X ist nun zu keinem Preis der Welt zur Übergabe und Übereignung an K mehr bereit. Hat nun unser K, hat unser K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 20.000 Euro, allerdings nicht aus 433.2, sondern aus 285 BGB. Ihr Gelegenheit, sich zu melden, jetzt. Es traut sich jetzt keiner mehr, sich zu melden. Die schreiben es einfach alles in den Chat rein. Das ist toll. Ja, wenn Sie sich jetzt den 285 angucken, Absatz 1, dann sagt der 285 1, Sie brauchen zunächst mal ein Schuldverhältnis, das haben wir hier. Dann brauchen Sie einen Ausschuss der Leistungspflicht nach 275 Absatz 1 bis 3. Den haben wir auch, weil er kann hier nicht mehr übergeben und übereignen, weil das Gemälde an V übergeben wird. Nichts übergeben und übereignet worden ist und der V ist um keinen Preis der Welt wieder beschaffen kann. Damit brauchen wir nur die letzte Voraussetzung. Er müsste einen Ersatz für den Verlust des Bildes erlangt haben. Dieser Ersatz sind hier die 20.000 Euro. Allerdings müssen Sie berücksichtigen, dass der K dem V natürlich seinerseits 10.000 Euro zahlen muss. Damit stehen sich zwei Zahlungsansprüche gegenüber. Und was kann man bei zwei Zahlungsansprüchen machen? Das kennen Sie alle schon aus dem letzten Semester. Ja, Sie können aufrechnen. Das heißt, hier kann unser V mit K aufrechnen. Grundsätzlich hat zwar K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 20.000 Euro aus 85.1, der V kann aber mit seinem Anspruch gegen K in Höhe von 10.000 Euro aufrechnen, sodass der K gegen V, K von V praktisch nur 10.000 Euro bekommt. Können Sie sich jetzt erklären, warum man diesen 285 so hat? Was will der Gesetzgeber damit erreichen, dass er sagt, der V muss nicht nur den Schaden von K ersetzen, sondern er muss auch das herausgeben, was er selbst erlangt hat. Was wäre der Schaden des K in unserem Fall? Ist der Schaden des K 10.000 Euro? Das ist genau die Frage.
würden Sie sagen, der K hat einen Schaden von 10.000 Euro? Wie viel hätte K gehabt, wenn der V ihm das Auto übergeben und übereignet hätte? Exakt. Und wie viel hätte er dafür die 5.000 Euro weggeben müssen, dass er ein Auto bekommt, was 5.000 ist? Und wenn Sie jetzt rechnen, 5.000 minus 10.000, wie hoch ist dann sein Schaden? Nochmal, was bekommt er und was muss er dafür weggeben? Ja, mein Bild, danke. Was muss er weggeben? Genau, sein Schaden ist minus 5.000. Damit hat er gar keinen Schaden. Das heißt, in unserem Fall würde er über Schadensersatz gar nichts bekommen. Und damit könnte unser V ganz unproblematisch solche Geschäfte abschließen. Das will man nicht erreichen. Man will ihn dafür bestrafen. Und deshalb wird er hier in unserem Fall so behandelt wie in unserer Lösung. Er muss also die 20.000 bezahlen, bekommt dafür aber 10.000. Gut, damit sind wir am Ende der Vorlesung. Sie wollten nochmal abstimmen, weil Sie das so toll finden. Also machen wir nochmal einen zweiten Versuch. Und unsere Favoriten wären Donnerstag 8 Uhr oder von mir aus 8.00, Donnerstag 8.15 Uhr, Donnerstag 8.30 Uhr, Donnerstag, Montag 10 Uhr, Freitag. So, können Sie noch mal erklären, wieso der Schaden minus 5.000 beträgt? Der Schaden wird so berechnet, dass Sie gucken, wie viel hätte er gehabt, wenn der Vertrag richtig erfüllt worden wäre. Dann hätte er 10.000 Euro an V gezahlt, hätte dafür ein Bild bekommen, was objektiv 5.000 wert ist. Damit hätte er 5.000 weniger in der Kasse, als wenn er den Vertrag nie geschlossen hätte. Er hätte also einen Verlust von 5.000 gemacht, weil er hätte 5.000 mehr bezahlt, als die Sache wirklich wert ist. Beim Schadensersatz ist es anders als eben bei unserem 275.2, dass nach 253 Absatz 1 immaterielle Schäden nicht ersetzt werden. Es geht also nur um Vermögensschäden. Es geht ausschließlich darum, wie viel Geld man in der Kasse hat. Dass es ein Liebhaberwert oder Ähnliches hat, spielt im Schadensersatzrecht keine Rolle. Sie gucken nur aufs Geld. Und das Geld wäre hier 10.000 Euro als Geldscheine weggeben und ein Bild bekommen, was nur 5.000 wert ist. Das heißt, Sie haben am Ende 5.000 Euro weniger in der Gesamtbilanz als vorher. Reicht Ihnen diese Erklärung oder soll ich noch was anderes versuchen? Beim Schaden wird der subjektive Wert nicht mit einberechnet. Das ergibt sich aus 253 Absatz 1. Das ist der Unterschied zu diesem 275 Absatz 2. Bei 275 Absatz 2 wird der subjektive Wert berücksichtigt, beim Schadensersatz nicht. Ich zeige Ihnen das mal. Moment, da.
zu 53 und da eben Absatz 1. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschadens ist, kann Entschädigung in Geld nur in gesetzlich bestimmten Sonderfällen verlangt werden. Das heißt, ein Liebhaberwert wird nicht ersetzt. Können Sie die Rechnung von eben bitte noch eine Folie mit Erläuterungen machen? Kann ich machen, aber das dauert dann. Aber wir tun ja alles. Gut, währenddessen aber unsere Abstimmung und Sie werden staunen. Es bestätigt sich das, was sich schon eben bestätigt hat. Donnerstag, 8.30 Uhr ist mehrheitlich beschlossen mit einer ganz deutlichen Mehrheit. Und ich kann da auch nichts dran ändern. Ich bin kein Morgenmensch, ich bin ein Nachtmensch. Aber eine Vorlesung um 20.15 Uhr möchte wahrscheinlich auch keiner. So, möchte jetzt noch jemand eine Folie mit der Rechnung von eben mit Erläuterungen haben? Okay, dann machen wir jetzt nochmal Mathematik. Achtung. Jetzt geht es um alles. Also, wir haben K. Und zwar Zustand bei richtiger Erfüllung. Wenn unser K richtig erfüllt, wenn unser K richtig erfüllt, K zahlt 10.000 Euro. Und K bekommt ein Gemälde, das 5.000 Euro wert ist. Also 5.000 Euro bekommen, minus 10.000 Euro zahlen, gleich minus 5.000 Euro erhalten. K-Zustand jetzt. K muss nichts zahlen. 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. K bekommt nichts. 75 Absatz 1 BGB. Also 0 Euro zahlen, 0 Euro bekommen, gleich 0 Euro insgesamt. Jetzt müssen Sie nach der sogenannten Differenzhypothese Sie sehen, die Differenzhypothese besagt, dass Sie vergleichen diese beiden Werte, den Wert links und den Wert rechts, und es gilt automatisch der höhere Wert. Und in diesem Fall ist der höhere Wert 0 im Vergleich zu minus 5.000. Man könnte es auch so formulieren,
dem V entgeht ein, oder dem K entgeht ein schlechtes Geschäft, das ist für ihn eigentlich eine gute Sache. Nein, der V darf die 20.000 Euro des anderen Käufers nicht behalten. Daher gibt es 285 BGB. Der stellt nicht auf den Schaden des Käufers ab, sondern auf den Gewinn des Verkäufers durch das Ersatzgeschäft. Nein, Sie können nicht hypothetisch unterstellen, dass X auch ihm 20.000 angeboten hatte, weil zwischen X und K gab es keine Vertragsverhandlungen. Das heißt, das dürfen Sie nicht. Nach 252 BGB dürfen Sie einen entgangenen Gewinn nur dann berücksichtigen, wenn er sicher ist. Und das ist hier nicht der Fall. Ein Schaden von minus 5.000 ist genauso wie ein Schaden von 0. Wenn Sie also auf einen negativen Schaden kommen, dann hat der Geschädigte sogar einen Vorteil gehabt. Das wäre also unproblematisch. K bekommt jetzt 20.000, aber nicht als Schadensersatz, sondern aus 285.1. Er muss aber an V 10.000 Euro zahlen und damit hat er am Ende nur 10.000 Euro dafür behalten. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, dann freue ich mich, wenn Sie Donnerstag wieder dabei sind. Ich werde versuchen, die Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe, im Forum zu beantworten. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie auch im Forum stellen. Wir sehen uns dann am Donnerstag um 8.30 Uhr, nicht um 8 Uhr. Vielen Dank und bis Donnerstag.